Und damit willkommen zurück zu Medieval für die PlayStation 4 im Remake hier. Das reimt sich sogar krass, hatte ich gar nicht beabsichtigt, aber so ist es doch irgendwie passiert. Ja, ich fange einfach mal damit an und bedanke mich fürs Einschalten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, deswegen, wenn ihr das hier seht, dann habt ihr die vorherigen Parts wahrscheinlich auch bei mir geschaut. Und dafür möchte ich mich einfach erstmal bedanken. Ist ja auch nicht, ist ja Zeit, die man opfert, ne, finde ich gut. Freut mich sehr. Und ich opfere auch sehr gerne Zeit für dieses Spiel. Wobei ich auch in der letzten Session, wie ihr ja dann gesehen habt, hier einige Nerven geopfert habe bei den Vogelscheuchenfeldern. Letztendlich haben wir es dann doch noch geschafft und haben die Vogelscheuchens dann ein bisschen verjagt. Aber das war ein steiniger Weg, muss ich sagen. Das war schon nicht ohne. Ich habe mich aber in der Zwischenzeit, ich habe gestern die letzte Aufnahme gemacht, heute haben wir den 27.10.2019, einen Sonntag, also wieder einen Tag später. Ich habe in der Zwischenzeit mit einigen Let's Player-Kollegen geschrieben, die auch dieses Spiel Let's Playen, unter anderem auch mit dem lieben Zugzui, und der hat mir verraten, dass er, mehr oder weniger O-Ton, dass ich mir keine Sorgen machen muss, er wurde von den Vogelscheuchen auch ziemlich gebumst. So, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen und dann bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin, der hier dann doch ein bisschen gestruggelt hat. Wie ihr jetzt hier seht, sind wir hier auf der Karte und wir können jetzt, nachdem wir die Vogelscheuchenfelder absolviert haben, zwei verschiedene Wege wählen. Wir können einmal hier unten hin, zur Kürbisschlucht. Damit gehen wir quasi thematisch den Weg weiter, den wir auch schon eingeschlagen haben. Also alles so Richtung Kürbis, Halloween und so. Passt natürlich auch perfekt zur jetzigen Jahreszeit und zum heutigen Datum jetzt live bei der Aufnahme. Wenn ihr das natürlich 2 Jahre später sehen solltet, dann vielleicht eher nicht so. Generell ist es aber ein Spiel, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, das ziemlich gut generell zu Halloween passt und zu solchen Anlässen. Oder wir können auch hier oben hingehen, zum schlafenden Dorf. Das werden wir natürlich alles noch erkundschaften, aber ich plädiere dafür, ich schlage vor und habe mir das mit mir selbst vergestückt, dass wir jetzt erstmal hier unten in der Kürbisschlucht weitermachen. Bin mal gespannt, wie das wird. Ja, ab dafür. Ich freue mich schon richtig. Hier kommen also alle die leckeren Kürbissen her. Vielleicht mögen sie euch ebenfalls, ja. Punkt. Okay, wieder feststehende Kameraperspektive. Das haben wir hier ganz gerne in diesem Spiel. Ach, jetzt kann man sie doch bewegen. Ja, vor denen muss man sich so ein bisschen in Acht nehmen. Ich bin da überlegen, in diesem Level ist es sinnvoll, wenn man eine Fernkampfwaffe zur Hand hat. Habe ich das letztes Mal nicht aufgeladen? Krass. Ich glaube, das passt ganz gut. Primärwaffe, Hammer und Sekundärwaffe, dann den Bogen, den ich jetzt erstmal auch nehme. Mal eben kurz gucken, ich kann die Musik bei mir wieder ein bisschen lauter machen. Ich mache die am Anfang immer so ein bisschen leise, weil das Menü tatsächlich relativ laut ist. Und damit ich hier nicht irgendwie vom Glauben abfalle. Naja. So. Ja, genau das ist nämlich das Problem hier. Du lebst immer noch? Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mittlerweile haben wir, wie ihr oben links seht, 4 Lebensflaschen. Und damit lässt sich schon einiges anfangen. Aber natürlich sollten wir nicht leichtsinnig werden. Denn Leichtsinn zahlt sich nie aus. Für ihn zahlt sich einiges aus, wenn wir hier was kaufen. Ach, immer diese schöne Überleitung. Freut mich herbe, möchte ich meinen. Wir können unser Breitschwert, das ist die letzte Addition sozusagen zu unserem Waffenarsenal, das können wir verzaubern für eine gewisse Zeit. Wir sehen hier, dann ist es 100% verzaubert und das läuft dann automatisch immer weiter ab. Ich weiß nicht, ob 1% pro Sekunde oder so, jedenfalls relativ fix. Lohnt sich, würde ich sagen, nicht unbedingt. Also zumindest nicht für meinen Spielstil. Für andere Leute kann ich natürlich nicht wirklich sprechen. Es wäre cool, wenn man die
Pfeilkapazität noch ein bisschen oder die Bolzenkapazität ein bisschen ausbauen könnte. Hui. Jetzt bin ich mal eben am überlegen. Wir können daher... Ich kann leider hier auch die Kamera nicht wirklich viel drehen. Ich glaube, ich gehe erstmal eben unten rum. Hui. Ah ja, genau. Hier kommen wir nämlich zum Seelenkelch. So war das hier. Ja, es ist jetzt vielleicht so ein bisschen Trivia am Rande. Eigentlich doppelt gemoppelt, ne? Trivia am Rande, aber egal. Das letzte Mal, dass ich Medieval grundsätzlich gespielt habe, also irgendeine Version von Medieval, war, glaube ich, 2014 oder so. Also auch schon mittlerweile 5 Jahre her oder 2015 oder irgendwie so um den Dreh muss es gewesen sein. Als Let's Play hier auch auf dem Kanal zu finden, zu 100% natürlich. Genauso wie ich dieses Spiel zu 100% komplettieren möchte. Und ich bin am Überlegen. Komme ich da hinten wieder hoch? Ich glaube nicht, ne? Ich bin am Überlegen, ob ich auch die Platinum-Trophäe anstrebe, also alle Trophäen hole. Kann ich jetzt noch nicht versprechen, will ich noch nicht versprechen, aber es ist auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen. Sagen wir es mal so. Nein, da komme ich nicht mehr hoch, okay. Dann machen wir das anders. Wir konnten da hinten ja auch noch hoch, wie ihr vielleicht gesehen habt. Da gab es ja noch einen zweiten Weg. Dann gehen wir den jetzt erst, bevor wir weiter im Level voranschreiten. Ich freue mich auch schon sehr auf die ganzen Let's Plays meiner Let's Player-Kumpels und Kumpelinen. Wow, okay, das war überhaupt nicht fies. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Na. Ja, vielleicht ist es dann doch besser, hier rüber zu switchen. Und die tatsächlich hier so zu treffen. Die halten nämlich einiges aus, wie ihr seht. Und die können sich vor allem auch schützen. Dafür ist dann wieder der... Ach, man sieht sogar, dass die angeschlagen sind. Das ist ja interessant. Das finde ich ja... Das ist mir... Also das ist neu, tatsächlich. Oder sind die einfach nur im Rage-Mode dann? Auch das ist natürlich möglich. Das gab es so vorher auf jeden Fall nicht. Den Kürbissen können wir einfach ausweichen, denn die... Die bringen uns nicht wirklich Seelen. Ich finde auch immer sehr interessant, welche Objekte hier tatsächlich beseelt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eigentlich schon fast ein philosophisches Spiel, wenn man so will. Beziehungsweise so ein bisschen angelehnt an den Pantheismus. Und halt längerfristig gedacht, sowas wie alle Dinge sind beseelt oder so. Man könnte jetzt tatsächlich philosophisch über Medieval sprechen, aber das... kann man auch lassen. Das nur so am Rande. Vielleicht, ich weiß, ich muss ein bisschen noch ausprobieren, welche Waffen für welche Gegner am besten sind. Da wir das hier zuletzt bekommen haben, ist das vielleicht gar nicht mal schlecht. Und vielleicht sind Fernkampfwaffen doch nicht so gut, weil, wie ihr ja gesehen habt, die Kürbisse sich auch schützen können. Ich versuch's mal mit dem Schwert. Das haben wir ja sowieso noch gar nicht verwandt, denn es ist ja neu. Okay, das geht ziemlich gut. Da brauchen wir die Mondrune, genau. Die haben wir ja auch schon eingesammelt. Ich glaube, dann bleibe ich erstmal beim Breitschwert. Hier brauchen wir die... Ja, das ist definitiv die beste Waffe für die. Die Chaosrune. Ich kann jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen, ich würde es gerne auch als Vergleich anbieten können, von meiner Erfahrung mit diesem Spiel her, also mit dem Original, welche Waffen für... Welche Waffen für welche Gegner am sinnvollsten geeignet sind, also was Trefferpunkte und sowas angeht, Schaden, Damage verteilen, Damage dealen, wie man es ja immer so schön sagt. Achso, so rum, okay.
So, dann bahnen wir uns mal den... Hallo? Den Weg empor. Um es vielleicht wieder philosophisch auszudrücken, wir irren uns empor. Die Menschheit irrt sich empor. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist natürlich auch alles wieder sehr zweideutig und so. So. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, ihr habt ja vielleicht in der letzten Session noch in Erinnerung gehabt, dass ich noch so ein bisschen ausprobieren musste, ist das Digi-Kreuz eigentlich ganz gut zur Steuerung, vor allem was das Rennen angeht, mit dem Doppelklicken, aber nicht zu schnell, weil er dann irgendwie meiner Meinung nach tatsächlich die zweite Eingabe nicht unbedingt immer nimmt und dann rennt er halt nicht, unser Dan, sondern er joggt halt immer nur noch oder halt läuft so langsam, so wie hier. Deswegen, und weil es auch generell einfach ein bisschen angenehmer ist, werde ich wahrscheinlich hauptsächlich mit dem Analogstick steuern. Das auch nur so am Rande. So, jetzt haben wir hier die Rune eingesammelt. Flupp! Ich möchte mal eine Zeit lang, wenn es irgendwie geht und ich nicht zu viel Energie dadurch einbüße, mal so ein bisschen in dieser Perspektive, in der Dan-Cam-Perspektive hier rumlaufen und Sachen einfach mal ein bisschen zeigen. Jetzt nicht ewig, aber halt so vielleicht mal einen kurzen Moment. Einfach auch zum Beispiel zwecks der Gegner. Kann man auf jeden Fall machen, ist drin, ist möglich. Wäre aber sonst auch cool, wenn man das könnte, wenn man wirklich das machen möchte, dauerhaft, wenn man dadurch nur eine Taste einmal drücken muss und nicht irgendwie L2 gedrückt halten muss. Aber mein Gott, soll mich jetzt nicht wirklich jucken. Die Tretminen hier mal an der Seite und mal eben uns auffrischen. Ach denn. Ich weiß auch nicht. Also er, finde ich persönlich, ist auch so ein Videospielcharakter. Ich habe die Ironie in dem Ganzen ja auch schon mal in einer der ersten Folgen, glaube ich, erzählt. Oder war es in der Demo-Version? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich finde es halt interessant einfach, dass man so eine, in Anführungszeichen, enge Bindung mit einem Videospielcharakter aufbauen kann, der halt eigentlich gar nicht spricht. Also der nicht viel Persönlichkeit hat, außer die, also keine selber herstellen kann, außer die, die ihm quasi zugedichtet wurde. Vom Kontext, vom Spiel, auch wenn es vielleicht erstmal dann eine falsche Historie ist, die die Leute so zu einer echten gemacht haben. Also so von wegen, ne, angeblich der große Held und so. Das finde ich halt sehr interessant. Also einfach so ein bisschen psychologisch auch. Die magischen Pilze bewegen sich auf und ab. Sie bringen euch immer höher, aber passt besser auf, dass ihr nicht abstürzt und spurlos versinkt. Mhm. Und das Ganze sieht hier auch ein bisschen modriger, ein bisschen sumpfiger aus, finde ich. Auch mit dem Brackwasser hier. Ja, genau. Mit dem Brackwasser, das meinte ich. Es war halt jetzt auch wieder richtig dämlich. Müssen wir noch so ein bisschen die Entfernung abschätzen hier. Wie gesagt, man kann natürlich auch weiterspringen, wenn man aus dem kühnen Vorstoß, wie er hier heißt, ich werde ihn wahrscheinlich einfach weiterhin kühner Stoß nennen, wenn man von da aus abspringt, dann hat man einfach mehr Schwung, ergibt ja auch Sinn. Gibt es eigentlich eine Taste, mit der wir uns anzeigen lassen können? Nein. Damit können wir es nur wechseln. Es gibt keine Taste, mit der wir uns oben rechts anzeigen lassen können, wie viel Prozent wir haben. Es sei denn, wir gehen ins Menü natürlich. 48%. Okay. Und 591 Münzen.
Ja, das hättet ihr wohl gerne, ne? Ah! Das macht mit dem Schwert tatsächlich auch ein bisschen mehr Spaß. Das Rumgemetzel. So. Für die ganz kapitalistischen Freunde unter uns könnte man ja auch vielleicht sagen, wäre ja auch cool. Hier sollten wir uns vielleicht... Habe ich ein Schild? Nein, habe ich nicht. Sonst könnten wir uns hier schützen. Denn genau hier kommen uns nämlich Kürbisse entgegen. Wenn man jetzt irgendwie seine alten Waffen, also sein altes Schwert zum Beispiel... Alter. Verkaufen könnte, das kleine Schwert, das Kurzschwert, weil man es eigentlich nicht mehr braucht, sobald man das Breitschwert hat, aber... So kapitalistisch sind wir hier jetzt nicht. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob die dann wirklich so verwundet sind, wenn die so glühend aussehen, die Kürbisse, oder ob die dann einfach im Rage-Mode sind und mehr ertragen. Ich glaube aber fast Ersteres. Und wie gesagt, das habe ich ja beim letzten Mal auch schon angesprochen, die Attackzeit oder die Schlagzeit, wenn man so will, beim Hammer ist halt schon länger als im Original. Man kann sich aber sicherlich darauf einstellen, also es ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie ganz verloren ist. Aber man muss sich natürlich erst ein bisschen umgewöhnen, wenn man halt das Original noch so ein bisschen in Anführungszeichen im Blut hat. Ach ja. So. Mal kurz gucken, was der Tacho sagt. 3 Minuten haben wir noch. Circa. Plus, minus. Ah. Und da wir hier unten jetzt den Weg freigeschaltet haben, müssten wir gar nicht mehr bei den Kürbissen hierher. Ich muss sagen, mir macht es generell wieder sehr, sehr viel Spaß, hier dieses Spiel zu spielen, weil Medieval einfach halt einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Das klingt jetzt so pathetisch, aber es ist tatsächlich so. Es ist eins meiner absoluten Lieblings-PS1-Spiele schon immer gewesen. Und nicht nur wegen ihm, sondern auch wegen der ganzen Atmosphäre hier, den verwunschenen Leveln und sowas alles. Das ist einfach, hat halt so ein bisschen was Märchenmäßiges auch von der Geschichte her, wenn man es mal so sieht. Auch von den ganzen Thematiken her, auch jetzt mit den Kürbissen hier und Hexen und sowas alles, ne? Also, das gefällt mir einfach. Da habe ich irgendwie ein Faible für. Wow, was bist du denn? Okay, die Aliens schlüpfen. Alles klar. Scheiße. Ja, ich wechsle lieber doch mal zum Schwert zurück. Das Rumgemetzel und sowas macht halt einfach echt Bock, muss ich sagen. So, bei denen hier, wie gesagt, wir müssen quasi jetzt die Tentakeln treffen, damit das Ding sich immer weiter absenkt. Zu dem Zweck wäre, glaube ich, der Hammer mit der Torattacke, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht schlecht. So. Denn der dealt, glaube ich, ganz schön Damage. Dann platzt es sogar auf, okay. Im Original hatte man einfach nur so einen Stumpf, wo die Zeitrune ist es hier, glaube ich, hier drauf ist. Es gibt eine Rune, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, die kommt, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal im ganzen Spiel vor. Also wesentlich seltener als alle anderen. Zeitrune, tatsächlich. Die war auch im Original in einer anderen Farbe. Zwar war die weiß, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, ich vergleiche nicht zu viel für euch, aber ich habe euch vorgewarnt, ich finde es halt für mich auch einfach interessant und vielleicht für euch auch, ob ihr jetzt das Original kennt oder nicht. Aber einfach mal so ein paar Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigen, ist, glaube ich, gerade bei einem Remake durchaus nicht unsinnig. Alter, okay. Prozent des Kelches haben wir, nicht schlecht. Und energiemäßig geht's eigentlich auch. Also so langsam habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr eingegroovt in die Spielmechanik, würde ich behaupten. So.
würde sagen, den Weg hier mache ich mal eben fertig. Oh, Metzel, Metzel, Metzel. Yo, Christoph Metzel, der. Ehrlich, ich weiß, der war schlecht, aber kam mir gerade spontan in den Sinn. Ich muss nur gucken, dass ich mich hier nicht verlaufe, denn hier ist es ein bisschen durcheinander. So. Ich glaube, das hier ist eine ganz gute Stelle vielleicht, um diese Folge hier zu beenden. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter hier in der Kürbisschlucht. Macht mir wieder super viel Spaß. Nicht nur, darf ich mal an dieser Stelle vielleicht auch sagen, dieses Spiel im Besonderen, sondern auch wieder das Let's Play im Allgemeinen. Ich habe jetzt auch schon länger zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier nicht viel hochgeladen gehabt. Spyro 3 läuft immer noch als Remaster, PS4 Remaster. Und das wird auch noch fortgeführt, das wird auch noch zu Ende gebracht, natürlich, keine Sorge, aber jetzt hat erstmal Medieval hier Vorrang. Und dann dadurch, dass ich das jetzt wieder so, ja, dass mir der Spaß auch wieder ein bisschen mehr gekommen ist und ich das vielleicht auch zeitlich ein bisschen besser einplanen kann, kann ich vielleicht auch künftig wieder einfach mal ein bisschen häufiger Let's Playen. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Ich kann nichts versprechen, will auch nichts versprechen, aber das nur so am Rande, dass wünsche ich mir, weil es macht mir einfach immer noch sehr viel Spaß und ich mache das jetzt seit 2011, diese ganze Show hier auf YouTube, also als Let's Player und ich habe in 2 Jahren habe ich 10-Jähriges, das ist so übel, wenn ich mir das vor Augen führe. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Medieval für die PlayStation 4. Bis dann.